Recht herzlich willkommen zur 72. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal die Truppen hier zusammengezogen, haben jetzt schon eine kleine... Macht Quatsch, das ist falsch, hier bauen wir gerade Truppen. Die Truppen sind woanders, das ist ja ein Neckarsystem und da sind wir nicht unterwegs mit unseren Truppen, sondern die sind hier. Und ja, was war hier eigentlich für ein System, wo wir da die Truppen drin hatten? Okay, da ist nur eine Mine drin, sonst nichts. Alles klar. Also wir haben jetzt die Truppen hier. Nehmen wir mal nur die hier oben. Und die können wir eigentlich mal da hinschicken. Ist ja nicht schlimm, ne? Und dann fliegen die da hin und dann treffen die da schon auf die anderen Einheiten, ne? So, hier sind 2x2 noch frei. Also... geht, ne? Müssen das mal weiterlaufen lassen, sonst funktioniert da sowieso nichts. Wie sah das hier unten aus? Irgendwo waren wir doch da uns am Ausbreiten. Okay, ja, macht. Geht, was ist das für ein Schiff? Ist das Konstruktionsschiff? Ja. Gucken wir mal gerade rein, was hier konstruiert werden könnte. Forschung. Okay, ist schon gemacht. Und da ist auch Sozialforschung. Da passiert dann nichts mehr. Die Frage, was hier ist. 3 und 5. Ende der Borite, Konfederate Duns. Okay. Okay, da haben die Idee zerstört. Sehr interessant. Ja, hier ist was, aber auch nicht wirklich was, ne? Garantie widerrufen, okay. Ist für uns jetzt aber nicht so wichtig. Ist jetzt hier das unsere Grenze? Ne, ne? Die Grenze geht hier irgendwo her, ne? Sieht man ganz schlecht. Was haben wir da? Grenzen geöffnet. Okay, Grenzen sind wieder offen. Nicht Angriffsversprechen, Einladung, auch sehr schön. Und die hier sind immer noch da. Die. Gibt es da noch irgendwo? Verbündete? Nee, ne? Nicht wirklich. Gut. Warum sind die gelb? Keine Ahnung, ne? Das war der Planet, den wir ganz am Anfang hatten hier. Müsste man eigentlich zurück erobern, auf Deutsch gesagt. Hier ist 2-1, ne? Und hier haben sie auch noch was. Oder? Nee, das war verkehrt. Das gehört nicht zu denen, sondern hier ist was, ne? Das gehört zu denen. Ja, kann man jetzt nicht wirklich sehen, ne? Die Kopdils. Tja. Die sind hier noch zu Hause. Wir schicken unsere Schiffe jetzt gerade hier hoch nach Neckar. Da sind schon die Flotten, oder wie sehe ich das? Das sind die 1-3er. Die sollen da mal rüberfliegen, die gerade, ne? Und dann kriegen wir die nämlich auch, dass die sich in meine Mitte treffen, ne? Dann können die einen nein, fliegen die anderen da, dann geht das schneller, oder? 1-3, 1-4, 1-5 haben wir dann schon. Kommt schon wieder eine Flotte dazu.
So, die sind schon zusammen. Jetzt haben wir die 1,5. Frage, wie viel das noch ist, ne? Hier läuft noch ein bisschen was. Okay. Hier haben wir noch 3 in Auftrag. Okay. Great Honored Aquarium Jungsen. Na dann, was wollen wir machen? Da kann man nichts machen. So, die zusammensetzen wieder. Dann müsste es 1,6 auf jeden Fall sein, oder? Ja, ist es. Ja. Kann weg. Was ist das? Oh, Forschung abgelaufen. Neue Komponenten, und Befestigungsstärke, Befestigungsstärke 20. Warp-Antrieb 2 und Ionendisruptor. Wir haben gelernt, allein sorgsam und ihren Nachschub umzugehen. Interessant. Ja. Ich glaube, der Warp-Antrieb, der ist vielleicht nicht schlecht, ne? Ich nehme das mal. Hier dauert es noch eine Weile. Das ist aber das nächste wohl, oder? Obwohl, das weiß man auch nicht. Kommt immer drauf an, wie viele Punkte da generiert werden. Gut. Dann die nächsten Truppen. Können dahin fliegen. Und die können auch zusammengehören dann, ne? Gut. Das funktioniert. Wir können einmal hier wieder reingucken, wie viel neue Schiffe wir noch anstoßen können. Hier geht nichts mehr, ne? Ne. Geht tatsächlich nur ein Korvette. Sind aber noch 3 im Anstich. Ja, was ist das? Forschungsschiff? Hafenverbesserung? Kolonieschiff? Ja, das ist jetzt alles nix, ne? Ja, schöne Flotte haben wir jetzt. Kommt schon wieder einer raus. Kann da gleich rüberfliegen. Der zieht gleich den ganzen Planeten mit, oder wie sehe ich das? Krass, oder? Und dann haben wir 1,8. Jetzt wandert der Planet auch noch rüber. It's not a bug, it's a feature, huh? Oh, schon wieder einer. Können wir auch zusammenhängen lassen. Strike Force Wire. Den will ich ja gar nicht. So, jetzt fehlt uns die Kohle, um hier noch was zu bauen. Die werden 229 und 127 etwas teuer. Wenn wir jetzt auf Zerstörer sparen sollten, denke ich. So, und das ist jetzt 1. Ja, jetzt ist es 1. Jetzt haben wir 1,9k. Ja, dann müsste man gucken, was man damit anfangen kann, ne? Was ist denn das da? Okay. Da unten sind die, ne? Tja. Weiß ich auch nicht, was wir mit denen machen. Aber vielleicht sollten wir hier oben mal reingucken, wenn wir hier wegjagen können, ne? Geht, geht. Wie viele Truppen haben die hier?
Das ist alles. Ja. Jetzt mal gucken, dass man die angreift, ne? Krieg erklären, ja. Wo sind denn die Verbündete, ist denn die Frage, ne? Grenzen, also nicht Angriffsversprechen. Rivalisiert. Ein Handelsabkommen. Das hört sich ja so an, als ob die nichts haben, ne? Gut, dann wissen wir schon mal Bescheid. Dann fliegen wir doch mal mit unserer Truppe da oben hin. Okay, der nochmal dahin. Ich glaube, das war's dann auch mit den Truppen, ne? Ja. 263. Wenn, dann wollen wir noch einen Zerstörer machen. Der kostet sogar, auch das geht sogar. 229 kostet er uns. So. Die wieder zusammen machen. Was geht hier? Neue Forschung müssen wir machen. Das ist also auch erledigt. Genklinik. Hier können wir was beseitigen. Tiefer Krater. Oder da oben neues Gebäude. Genklinik. Ne, dann lass uns erst das untere machen. Damit wir das fertig kriegen, ne? So. Truppe schicken wir dahin. Dann müsste da noch ein Zerstörer rauskommen. Bis jetzt ist noch nichts da. Da ist er. Komisch, die Korvette hat mehr Punkte wie der Zerstörer, ne? So, Verein läuft, ne? So. Finanziell geht da nichts mehr, ne? Also geht schon was, aber ich will jetzt keine Korvette bauen, sondern Zerstörerin. Und jetzt sind wir 2 Millionen oder nicht? Oder 2000, weiß ich, wie die Zahlen da gelten. Technologie erforscht. Neue Forschung. Fusionsraketeningenieur, Labor. Speicherkapazität Mineralien. Bräuchten wir auch nicht wirklich, ne? Neue Mechanik, Raumhafen 5, da war klar, was wir machen, ne? So, jetzt haben wir 2K. Nix 4K, 2K. So, und jetzt fliegen wir erstmal hier hin, ne? Ja, die wollen aber gar nicht, weil die Truppe ist auch gerade nicht ausgewählt. So. So, die sind unterwegs. Dann schauen wir, was wir daraus machen können, ne? Hier müssen wir irgendwie was wieder erlangen. Das ist ja auch mal unseres gewesen, ne? Glaube ich. Und die wissen auch, wie es denen steht, ne? Naja, gucken wir uns an. Jo. Also, die Truppe muss jetzt hierher verlegt werden. Wir haben ja hier unten immer noch ein paar Schiffe zu bauen. Und da werden wir jetzt erstmal die Forschung vorantreiben auf Stufe 5 für den Raumhafen. Gucken, was der dann so bringt. Hier ist dann die Stufe 5. Können wir noch ein bisschen sparen auch gleichzeitig. Wenn das Geld zusammen hat, können wir das bauen und gucken, wie es dann weitergeht, ne? Soweit, so gut, würde ich sagen, ne? Unsere Truppe ist jetzt gerade hier unterwegs und hat aber noch einen guten Ritt vor sich bis da oben hin. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.